Ich hab gar keinen Abbruch bei euch. Und wer den raus reingeworfen hat, kriegt das 2 Stunden lang. Und Marco hat erstmal sein Gesicht, in dem er sich draufsetzt. Ersten Gäste. Guten Abend. Tretet ein. Prosento, ich bin lieber und sehr freut, euch hier zu treffen. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Seid mir willkommen. Ich dachte, heute hier uns. Darf ich euch gleich als Erste als ein neuer Kollege vorstellen? Open Mars. Aus den Süden Tages. Der römische Reich, in dem wir hier geheimnis sind. Grüße euch. Von eurem Klaren nicht verraten. Ich kann auch mein Geld holen, da kann ich das auch verändern, aber wir können etwas eingießen, ich gehe raus. Ja, genug. Okay. Madame. Ja, wenn ich nicht mein Okay. Wahrnehmung. Gut, ich kann Nein, Sie haben sich momentan Sind bei der Vergangenheit in der Heimat gefallen.
ihrer Seelen. Als letzte Möglichkeit entsandte ich an Hilfe schreiben, welche den Weg in viele Domänen fand. Viele folgten dem Ruf und mit vereinten Kräften konnte es uns gelingen, den Verräter sowie seine Lakaien zu besiegen. Eine neue Ordnung wurde errichtet und die Integrität der Domäne befestigt. Der Stadt wurde zu neuem Wachstum verholfen. Viele weitere Hindernisse galt es noch zu bestehen, doch auch diese wurden mit Hilfe unserer gemeinsamen Anstrengungen letztendlich überwunden. Nun sind wir hier zusammengekommen, um uns dieser Zeiten und Taten zu erinnern, aber auch allen jenen, die für Kassala den endgültigen Tod erfahren haben. Lasst uns zusammensitzen, Geschichten erzählen und fröhlich sein. Lasst uns für diese Nacht alte Feindschaften vergessen, dann sind wir doch alle vom gleichen Blute. Auf euer und auf Kassalas Wohl. Ich habe für meine Gäste ein wenig vorbereitet. Eine kleine Köstlichkeit, Blut aus meinen privaten Vorräten. Eladon, mein Ghoul wird sie verteilen. Reto gestattet ihr, sich das Wort ergreifen, bevor wir hier zum allgemeinen Fest und zum Trinken kommen. Sicher, soll er erst die Getränke verteilen. Reto, habt ihr auch Milch? Ah, richtig, jetzt weg, Herr Blut. Haben wir hier etwas Neutrales für die Dame? Kann ich ein Glas Wasser haben? Selbstverständlich. Schluck spät. Abgehalten wird.
Ein solcher Fest soll sein gewisser Flair. Und so bringe ich euch, Nazareth, ein Geschenk, was auf sehr alte Zeiten aus eurem Leben zurückzuführen ist. Ihr wisst, hoffe ich doch, dass ich über lange Zeiten, auf die nicht viele zurückblicken kann, sich viele Geschichten ansammeln, manche doch sehr traurig, ich möchte genauer darauf eingehen, und dass sich viele Bekanntschaften bilden. Ich denke, gerade ihr habt euch viele Bekannte gemacht. Ich weiß nicht, ob die Opfer, aus die ihr aus eurer Schlacht noch zählen könnt. Euer Schwert hat viel Blut getrunken. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man das von euren Feinden, aber wir wollen nicht auf alten Kamellen treten. Naja. Und da ihr jetzt diesen kleinen Haufen hier versammelt habt, um auf die große Ehre eurer Familie anzustoßen, naja, da dachte ich mir, könnt ihr doch ein wenig von dem Geschmack eines wahren Ahnen herüberbringen. Na, ich soll euch noch Grüße entsenden. Meine sehr alten Bekannten. Sein Gut hat eure Klinge leider verfehlt. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr das mindestens genauso witzig findet wie ich, wenn ich denke, diese paar Geschichten werden, ne? Ja, vor ein paar in der Vergangenheit passiert, ja? Sie möchten ja nicht aus so Ereignis wie Katago ansprechen. Naja. Willkommen, meine Kleinen. Um hier derartige Infamie. Nein, ich wollte euch ein Geschenk überbringen, aber dazu kommt nicht. Bitte. Naja. Ja. Und nachdem das ja alles aus eurer Vergangenheit, teilweise auch aus der Vergangenheit dieser Leute, ihr geklappt hat oder nicht geklappt hat, nachdem ihr, ich weiß nicht, ob es aus eigener Unfähigkeit geschah oder aus Schicksal, einige eurer Gefährten verloren habt. Ich hörte, dass ein paar wichtige Männer gestorben sind. Alte Ahnen. Wird ihr bitte zu dieser Feldung? Ihr wart es! Beherrschen 1 und 12. Schweigt! Nun, so möchte ich euch Grüße von einem alten Römer erbringen. Ein Ehrenmann wird Mitglied des Clans. Wir tun dem Schwert, der leider verfehlt hat. Glück auf der Arme, 6 Schaden sind aber in Kraft an 16. Hoch in die Luft, Tor mit Elvis. Rein. Der Wagen ist das Wiesel zu stören. So, dein Rücken auf. Das tut doch weh. Was war dein Stuhl? Markus 6, mal 8. Wo will der denn hin? Noch einen von dem Zug? Der einen Hahn seines Clans verraten möchte? Schlägt die Waffe weg. Ist es sich verkriechen? Ich glaube, das 16. Geschichte in meiner Hand. Ich denke, das gehört einem von euch. Neuen Fahrer! Weg durch den Abgrund. Ich
bin ich immer fertig, wenn es einfach bei 7 von 7 ist. Oh nein! Wie geht es Ihnen? Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Geh. Euer Knarr. Euer Knarr, das hat genug angerichtet. Geht es euch besser? Halt! Halt! Wir schaffen den Tag hin. Blüte! Wie ist denn das geschehen? Mann, wir kommen in vier Kröte. Die schaffen will. Ein Clan der Nacht. Da, Samba! Ein anderer kann ich nicht. Das war ein sehr mächtiger. Und der einzige, der ist. Ein sehr mächtiger. Und ihn kamen wir alle nicht dran. Wenn es sein muss. Aber was erzählt euch nicht? Er hat uns wahllos angegriffen. Ja, aber warum sollte er mich verletzen? Er! Stimmt. Spürte! Einzige Kettigung! Der Führer des Clans. Bin ich. Ja, ich werde selbst nach ihm suchen. Ich werde mich mit den Leuten in Verbindung setzen, falls ihr welche sind. Das wollte ich wissen. Falls ihr welche sind, weiß ich auch leider noch zu uns. Es ist Vollmond, ich gehe ganz stark davon aus. Nein, das ist Halbmond. Halbmond? Es ist Halbmond. Voll. Das ist Halbmond. Ist voll. Halbmond ist sehr gut. Wir sind ganz sicher, Vollmond war letzte Woche. Nein. Ich habe heute auch einen Kalender. Eine sehr höfliche Anrede. Mein Name ist Marco Vincenzo. Nein, ich bin nicht der Kaufmann. Ich habe generell mit Kaufleuten nicht viel zu tun. Außer dass ich Sachen von ihnen kaufe. Entschuldigung. Eine seltsame Person. Ich finde das noch ein sehr kleines Problem. Oh, das würde ich euch nicht beraten, weil dann könnt ihr später nicht wieder. Ihr wollt schon kriegen und ihr seid derjenige, der es geschenkt hat. Das war ein schönes Spiel hier und da. Danke und zu so einer wunderschönen Feier. So ein durchaus wunderbares und großes Geschenk. Also zum Ersten bin ich Marco Vincenzo. Ich bin ein alter Freund des Gretos, wie er vielleicht mitbekommen hat. Ein sehr guter Freund. Ja, ich. Allerdings hatte ich ihn so gestern gerade. Nun, das kommt auf das Spiel an. Jedes Spiel fordert seinen Einsatz. Was wollt ihr als Einsatz?
Oh, wie ich schon sagte, das hängt vom Spiel ab. Man nennt uns halt Spieler und nennt uns den Einsatz. Oh, den, das ist nicht viel interessanter, wenn ihr den Einsatz nicht kennt. Es ist interessant, ja. Aber ich würde doch bitte... Ihr wisst doch schon, was ihr jetzt gewinnen habt. Ist das nicht schon großzügig? Dann nennt man das Spiel. Das bietet doch die Möglichkeit, wieder Spiel zu nennen. Soll ich jetzt auch eine Frage stellen? Ein hoher Einsatz, würde ich behaupten. Man hat einen hohen Einsatz von uns, das halte ich doch mal an. Nun, ihr seid viele, der Einsatz verteilt sich dann ja zu dir. Ja, neben der Stelle steht von der Sinnung und von der Sitz einer meines Platz. Wer seid ihr, dass ihr inzwischen treten wollt? Ihr seid nicht mein Verbündeter, auch nicht von meinem Plan. Also warum glaubt ihr, dass ihr das Recht habt? Was will ich gibt's nicht gegen euch. Das könnt ihr sicher nicht von der Abend sagen. Nehmt einmal die Leute. Wir sind beide Sheriff? Wir werden beide würfeln und dann unser Würfel gibt es gleich. Das Bessere ergibt es eher. Wir wollen jetzt aber einfach beginnen. Das ist ja erst das erste Spiel. Danke. Natürlich zählt natürlich die Augenzahl, sondern das Optische. Das heißt, Paare und Dreier oder sogar Vierer oder Fünfer sind natürlich von hoher Bedeutung. Wenn wir beide nichts dergleichen aufweisen können, ist es kein Mensch. Ihr könnt natürlich jederzeit aufgeben, wenn das Spiel zu heiß ist. Was denn jetzt, wenn sie aufgeben? Ich weiß nicht, wie man es ist. Wenn ich aufgebe, verliere ich los. Interessant. Sie können beide gleich bereiten. Wo können wir schon? Wir dürfen schaffen. Ich habe einen Dreier und damit habe ich zum Beispiel. Und daraus ist es ein Buch. Und ein Schaden. Hätte ich das nicht verlieren? Ja. Könnt ihr bei mir was zu trinken? Ich wurde von einem altbekannten Narussa Lenktos Rekordist Bungina eingeladen zu einer Festivität. Wie ich erfahren habe, wurde er entführt und alle, die ich ansprechen wollte, haben mich zu euch geschickt. Nun, mein Name ist Marako. Ja, in der Tat, der Rekord ist ein alter Freund von mir. Und nun, ich musste ihn der Domäne kurzzeitig entnehmen. Allerdings fiel ich den Mitgliedern der Domäne, sofern sie diese wünschen, die Chance, ihren heißgeliebten Prätor, meinen alten Freund, zurückzugewinnen. Also, wenn ich das recht verstehe, um Klartext zu sprechen, habt ihr ihn führen lassen, um Spielchen zu spielen? Sehr harte Worte, sehr harte Worte. Nun, nein, ich bringe die Domäne mal etwas Interessantes.
Denn der eierverstockte Prätor Morales hat wohl mit seinem Militär etwas Langeweile aufkommen lassen. Nach den Nachrichten, die mir des Öfteren aus Kassala zugekommen werden, herrscht hier alles andere, nur keine Langeweile. Ihr meint diese geliebte Scharmützel gegen Daru, Untote und was weiß ich alles? Das nennt ihr Interesse? Ja, das würde mich, weiß Gott, nur langweilen. Ist da, sind die Zeiten, wo ihr herkommt, unruhiger? Nein, aber was interessieren die Kämpfe? Was war euch für ein Kampf, der keine Mieten liegt? So schön. Im Spiel und im Kampf. Ihr sollt das wissen als A, meine Knaben. Ich gebe euch in Grenzen recht. Nun, vielleicht möchte ich gerne ein Spiel wagen, Herr von Magnum. Prinz der Domäne Walde. Ein Spiel zu Ehren unseres Clans. Nun gut, ich denke, ich werde mich einmal dazu hindern lassen. Nun setzt euch, setzt euch. Herr Waldeck, ich würde das dann abraten. Nun bringt ihr mal etwas zu trinken. Wenn ihr das Spiel seid, genauso wie ich Gast. Übernimmt ihr etwas von eurem Blut. Wenn ich. Ich würde mich an, solange es sich nicht um meinen letzten Tropfen handelt. Das kommt doch an. Ihr wisst nicht, was er damit alles machen kann. Ich habe noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Würde einem Bandwort nicht gut zu Gesicht stehen. Oh, die Regeln sind einfach. Nur für beide mit 5 Würfeln. Und es geht darum, möglichst viele Würfel der gleichen Traurigkeit zu bekommen. Wenn wir dieselbe Anzahl an Würfel haben, die sich entsprechen, zählt der von uns beiden die Höhe. Natürlich sind nur die gleichen. Alle anderen sind nicht bedeutend. Zwei Paare werden natürlich von einem Dreier geschlagen. Dieses Missverständnis gleich den Weg zu räumen. Nun ja, wir haben beide dieselbe Anzahl an Steinen. Und im Moment, wo wir hier am Ebenen dementsprechend haben. Zwei einfachen Niederlage eingestanden, bei der größeren Niederlage 2. Es war ein wirklich phänomenales Ergebnis einerseits und der andere gab 3 Steine. Und wenn es euch gelingt, 5 gleiche zu erfüllen, dann gibt man 4 Steine. Einfach Regeln, nicht wahr? Ein einfaches Spiel, das kann ich zugegeben. Dann wird es, mein Freund, durchgehen. Ich bin gespannt, wie das verdammt wird. Ja, wie ist das? Ihr kennt meine Geschmacksrichtung. Das ist nicht verrückt. Ah, ein Fünfer, ein Fünfer. Ich habe nur einen Einer. Damit geht der erste Punkt dann. Ein Narr, ein Spiel. In der Tat, in der Tat. Ich danke euch. Darf ich noch kurz? Ja, natürlich, schenkt ihm gerne. Dann erklärt ihr die Richtung dieses. Ja, überhaupt dann. Grau. Verkehrtung. Christlich. Ja, bitte, schenkt ein. Ich denke, das wird reichen. Ich danke. Ich habe 2 Haare. Meine sind höher. Ich habe nicht 2 Freunde. Stützen 2 Einzelnen. Also, ganz richtig auf noch hier nicht. Was ist das für eine Versammlung hier? Wenn das ist eine Lärmeveranstaltung. Jetzt hast du Alex, was hab ich hier auf Maul? Geht ja gar nichts. Was geht denn hier? Ich will nicht mehr sagen. Jetzt.
Wenn ihr kennt, dann der.
Oh oh. Ja. Leichen. Wollt wissen, wer ich bin? Mein Name ist... Ich sehe mir aus. Benedikt Bani Euthanatos. Und ich habe diese Aufgabe gemacht, Untoten wie euch vom Erdboden zu töten. Du, Salubri, ich glaube, das hilft nicht. Leben und Leben waschen entspricht ein wahres Wort. Wir leben nicht, das ist ja sein Problem. Wir leben! Knüffel? Knüffel, denen gibt übrigens ein bisschen Magie. Also er ist nicht normal, denen gibt er noch Magie. Ihr glaubt, eure lächerlichen Tricks würden helfen, mich zu vertreiben? Ihr wisst nicht, wie viel mir das zu tun habt! Ja, wie seid ihr eigentlich? Todesberg. Aus Ausrechts 2. Ich glaube, dass hier nur eine Ahnung, eine Marke aus. Ja, ja, ist gut. Leute, ihr wisst, du weißt, was er ist. Ist gut. Wenn ihr euch jetzt die Bücher erweist, warum wollt ihr uns denn auslöschen? Was wollt ihr eigentlich? Thanatos. Was ich will. Nun gut. Gnädig, wie ich nur einmal bin. Das ist ja dann nett. Mache ich euch ein einmaliges Angebot. Das heißt, ihr solltet nicht mehr wandeln auf dem Erdboden. Nicht in der Weise, wie ihr es tut. Nein, was können Sie nicht? Ich besitze die Macht, euch eure verlorene Menschlichkeit zurückzugeben. Mit was für Kräften, du Vollidiot! Und ich gebe euch die Möglichkeit, dieses wahrzunehmen. Eine letzte Wahl. Also auf gut Deutsch, also ähnlich. Entweder werden wir zu Menschen oder wir sterben. Was? Und dann werden wir auch wieder zu Menschen, weil wir dann wieder geboren werden. Verstanden. Bezweifelt ihr meine Worte? Bleibt er dann halt? Ich weiß, was ich fragen muss. Entschuldigung, das muss er rausquatschen. Ich habe so eine komische einäugige Starre, wenn dieser Mal hier da ist. Was haben Sie noch? Ich kann das Auge nicht von ihm nehmen. Nun gut! Ihr scheint nicht sehr entschlussfreudig zu sein. Wenn ihr uns denn die Güte habt, uns zu erklären, wie ihr uns wieder menschlich machen wollt. Er ist ein Magier. Euer begrenzter Verstand wird noch nicht mal in Ansätzen der Blase alleine. Das da ist der Held, der nicht mitgekriegt hat, dass ein Magier das kann. Denk mal, Alex. Nehmen wir euer Angebot gerne an. Danke. Ein Mutiger. Ja? Ich habe Augenschlaufe, verzeiht, ich kann euch nicht so genau angucken. Wenigstens einer von unter euch, der den Schneid besitzt, mein Angebot bereitwillig anzunehmen. Das ist halt eine fette Errötung. Aber ich denke, er konzentriert sich nicht mehr direkt, deswegen müsste er zu langsam widersprechen. Und das mag ja sein? Ja. Ihr! Vor 50 Jahren, als ich euch brauchte! Vor 50 Jahren, lasst mich einmal kurz überlegen. Im Norden. Ich denke mal, Stallwaffen haben da irgendwie weg. Nein, ich denke nicht. Da könnt ihr das prinzipiell mal probieren, oder? Rammt ihr mal eure Fänge in den Hals. Genau, weißt du, beschütze ich diese Fähigkeit meines Plans nicht. Was, Fänge? Ah, entschuldigt, ich verstehe. Ja, das ist ich wollte euch damit ich in den nächsten Fünften bin. Nee, du darfst nicht. Nee, nicht wirklich. Sie nur so wissen. Na komm, ihr könnt... 50! Ihr könnt nicht nur... Kurze Jahre zu spät!
Ihr könnt nicht nur überleben, ihr könnt leben! Wahrhaftig leben! Ja, leben wir nicht schon? Nein! Egal, gehen wir davon aus, dass er was am Fechtlichen ist. Wandeln wir nicht auf die Schulter Nähten bald. Was heißt ihr wandelt aber auf unregliche Art und Weise. Also ich denke, ich lebe. Werter Magier, es regnet. Könnt ihr hier reingehen? Bin ich auch dafür. Ihr seid eine Ausnahme, das ist wahr. Aber auch ihr besitzt nicht wie ihr alle arbeitet. Das meine ich nicht. Ihr besitzt einen Teil dieser... Sag mal, Bruder, was willst du eigentlich? Kreatur. Warum sind wir eigentlich so unselig? Weil ich erfahre, mein Leben hier loswerden. Ich glaube, wenn ihr euch wieder zurück... Er heißt Deutanatos, rat dreimal. Ich hab das vorhin nicht mitgekommen, da war ich noch nicht hier. Von daher aus der Tradition der Eutanati, in der Tat. Aber, ich denke mal, und unter anderem unsere Aufgabe ist, das Gleichgewicht zu bewahren zwischen Leben und Tod. Das ist der Spaßvogel mit den Hasenohren gerade. Und diese hier brechen das Gleichgewicht. Aber die meisten von Ihnen tun das. Ja, ich wollte immer noch, das haben wir immer noch, ne? Wer wollte? Gerne. Viele von Ihnen. Wenn es für dir mal ruhig bleiben würde, Präsenz 1 mit 6. Okay, das ist der zum Mensch werden möchte. Ja, wenn er sich verbindet in Richtung dieses Stangen ausgehen möchte. Damit beeindrucken. Angst! Ja! Ja, aber in dem Fall ist es gut. Kommt mit. Teleport. Was sehe ich denn hier alles? Schaust dir doch an. Augen. Magisch erschaffenes Wesen, magisch erschaffenes Wesen, 5 Stück. Magier, magische Waffe und ein fettes magisches Schild um mich herum und ein fettes magisches Schild um diesen Kreis. Weiterhin wird magisch und der Staub da auch. Mach's gut. Also mittlerweile ist er 30 und er altert jetzt ungefähr jede halbe Minute um 10 Jahre. Bin ich? Ja, genau du. Auch gut. Ihr solltet schnell einen schriftlichen Grund nennen, sonst ist er gleich tot. Wir wollen mit den Magier verhandeln. Wir wollen unsere Sterblichkeit nicht zurückbekommen. Ich wünsche mir das nicht. Sagt ihm, er soll aufhören. Kann ich nicht, wir hören. Warum hört er euch nicht? Ich dachte, das Zeug, eure Fähigkeit als Vampire einzusetzen. Sie ist eine Zusammensetzung aus eurem Blut und eurem Willen. Diese Energie entzieht ihr der Welt und damit, dass ihr sie in euch sammelt, eure, wie ihr es nennt, Disziplin, kräftig verbessert, entreißt ihr den Kreislauf immer mehr Energie. Folglich, je mehr es von euch gibt, umso weniger Leben gibt es bei den Menschen. Oh, das war das. Sechs! Ah! Nein! Das nicht! Das, ihr müsst nicht meine Bestimmung!